Wir haben also so eine Stichprobe, das sind hier die kleinen x1 bis xn und die betrachten wir jetzt wieder als Werte von Zufallsvariablen. Also unsere Stichprobe im Beispiel, das sind die 49 Bierkrugfüllungen und das Zufallsexperiment ist, Butterblume zapft ein Bier. Das haben wir 49 Mal gemacht und dann hat die Zufallsvariable jeweils die Werte angenommen, die in unserer Stichprobe stehen. Und was uns interessieren würde, wäre der Erwartungswert für diesen Vorgang, für dieses Bierzapfen hier. Aber den kennen wir nicht. Aber wir haben natürlich eine Idee, wie wir den vielleicht schätzen können. Das machen wir durch den Mittelwert. Wir nehmen den Mittelwert in der Stichprobe und sagen, ja, das wird doch schon ungefähr was damit zu tun haben, wie viel denn der Butterblume so im Mittel beim Zapfen in so einen Bierkrug reintut. Jetzt haben wir aber kein so wahnsinnig gutes Gefühl dafür, wie genau das ist, wenn wir den Mittelwert nehmen. Also was ist da der Fehler dabei? Und deswegen machen wir jetzt einen Test, einen Hypothesentest, wo wir schauen, ob dieser beobachtete Mittelwert in der Stichprobe, ob der mit irgendeiner Annahme, zum Beispiel es sind im Mittel 500 Milliliter, also Erwartungswert 500 Milliliter, vereinbar ist oder nicht. Oder wir könnten versuchen, für diesen Erwartungswert ein Vertrauensintervall zu bestimmen. Und dann vielleicht auch wieder zu gucken, ob ein bestimmter Wert drin liegt im Vertrauensintervall oder nicht. Okay, und der Test, den wir da machen wollen, das ist der sogenannte T-Test. Und der hat gewisse Voraussetzungen. Also den kann man immer dann machen, wenn die Zufallsvariablen selber von dem Einzelprozess, der hier zugrunde liegt, der dann n mal wiederholt wird, wenn die schon normal verteilt sind. Weiß man nicht, manchmal hat man vielleicht gute Gründe anzunehmen, dass die normal verteilt sind. Es gibt auch Tests wiederum, die schauen, ob so eine Stichprobe wohl von normal verteilten Variablen kommen oder nicht. Darüber wollen wir aber nicht reden. Andere Möglichkeit wäre, sie sind nicht normal verteilt, aber sie sind jetzt nicht zu unnormal verteilt, also keine zu dicken Schwänze oder sowas, keine zu großen Wahrscheinlichkeiten für extreme Ergebnisse. Und der Stichprobenumfang ist groß, weil dann sagt uns der zentrale Grenzwertsatz wieder, dass Summe oder Mittelwert dieser Zufallsvariablen dann ungefähr normal verteilt ist. Okay, legen wir also los mit dem Test. Unsere Nullhypothese ist, der Erwartungswert hat einen bestimmten Wert, den nenne ich μ0 und in unserem Bierkrugbeispiel sind μ0 500 Milliliter. Dann als Alternativhypothese habe ich jetzt hier μ ungleich μ0 hingeschrieben. Das wäre ein beidseitiger Test. Wenn wir nur unseren Verdacht überprüfen wollten, dass da vielleicht zu wenig Bier drin ist, dann würden wir so rum einseitig testen, μ kleiner μ0. Wenn dagegen im Gegensatz nur der Butterblume schauen wollte, ob er vielleicht zu viel Bier ausschenkt im Mittel, dann würden wir mit dieser Alternativhypothese testen. Wir gucken uns jetzt einfach beide Richtungen auf einmal an, machen so einen beidseitigen Test, sagen wir, möchten mal wissen, wo liegt es denn? Ne? Was ist der Erwartungswert? Und als Teststatistik nehmen wir jetzt dieses Ding hier. Im Wesentlichen ist das der Mittelwert, hier steht das x quer, von dem ziehen wir das μ0 aus der Hypothese ab. Also den angenommenen Erwartungswert aus der Nullhypothese. Und dann teilen wir das. Ich habe hier so einen doppelten. Im Nenner steht hier noch ein Wurzel n drin. Also das kommt natürlich hoch in den Zähler. Aber ich habe das so hingeschrieben, dass das eine Standardabweichung durch Wurzel n ist. Warum? Wenn wir hier nicht die Standardabweichung der Stichprobe hätten, sondern die Standardabweichung dieser Verteilung, die wir nicht kennen, dann wäre Standardabweichung durch Wurzel n wäre gerade die Standardabweichung des Mittelwerts, also das Ding selber hier, die Standardabweichung, ist die Standardabweichung vom Einzelprozess, einmal Bier zapfen und Standardabweichung durch Wurzel n, das haben wir in dem Abschnitt über die Grenzwertsätze immer gesehen, das Wurzel n taucht da immer auf im Nenner, das wäre dann die Standardabweichung des Mittelwerts. Das heißt, was wir hier machen bei dieser Teststatistik, im Wesentlichen soll der Mittelwert unsere Teststatistik sein und wir schieben das durch das μ0 abziehen, schieben wir das zu 0 hin, wenn die Nullhypothese stimmt. Und dann normieren wir es noch irgendwie einheitlich durch diesen Faktor hier.